Wollt ihr wissen, wie man solche leckeren Nockerl ganz einfach und schnell selber machen kann? Ich erkläre euch wie. Ihr braucht dazu nicht viel: Mehl, Milch, Eier, Salz und Pfeffer, eine Schüssel, eine Waage, Topf und Nockerlsieb mit Spatel. Das Mehl siebe ich in die Schüssel, um eine Klümpchenbildung zu minimieren. Ich verquirle die Eier mit der Milch, würze mit Salz und Pfeffer und gieße alles zum Mehl. Danach wird alles gut verrührt, bis ein homogener Teig entsteht. Ist der Teig noch ein bisschen zu fest, kann man etwas Wasser hinzufügen. Und so soll er nun aussehen. Nun lasse ich den Teig etwas rasten. In der Zwischenzeit erwärme ich einen Topf mit Wasser und füge Salz hinzu. Sobald das Wasser kocht, schalte ich den Herd runter auf Stufe ca. 7 bis 8 und lege das Sieb auf den Topf. Nun gebe ich die erste Portion Teig auf das Sieb und streiche diesen mit dem Spatel so lange durch, bis nichts mehr da ist. Nach jedem Durchgang gebe ich das Sieb weg und rühre kurz um, damit die Nockerl nicht zusammenkleben oder am Boden sitzen bleiben. Die Nockerl sind fertig, sobald alle oben schwimmen. Nun müsst ihr sie nur noch abseihen und kurz abspülen. Schon habt ihr perfekte Nockerl, die ihr toll weiterverarbeiten könnt. Diese Nockerl sind sehr vielseitig einsetzbar, als Beilage oder auch als Eiernockerl und Käsespätzle. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Das Rezept findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst bitte einen Kommentar und ich werde mich schnellstmöglich bei euch melden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!